So, wir sind, Roden Motor ist wieder unterwegs und wir haben eine kleine Sache so im Wind im Ohr bekommen und haben uns dafür interessiert. Deswegen haben wir uns mit Frau Zumbrunn aus Spitz getroffen. Guten Tag, Frau Zumbrunn. Guten Tag, Herr Vidal. Und das geht eigentlich um Folgendes. Frau Zumbrunn fährt seit 5 Jahren in der Jahr zu Sirion. Ist eigentlich mit dem Wagen ganz zufrieden, hat jetzt etwa 60'000 Kilometer. Und obwohl das Daihatsu Europa verlässt, hat sie sich trotzdem für einen neuen Daihatsu Sirion entschieden. Weswegen und warum? Ja, weil ich vor 5 Jahren wir haben entschieden, so ein kleines Auto zu kaufen, das nicht zu teuer ist, in Steuer und Versicherung und trotzdem viel Platz hat. Und als ich gehört habe, dass Daihatsu jetzt nicht mehr in Europa liefert, habe ich mich darum getan, um zu schauen, ja, vielleicht mein Auto zu tauschen. Und meine Garagier hat mir dann versichert, dass ich gleich noch einen Daihatsu kaufen könnte. Also habe ich mich entschieden, um ihn zu nehmen, weil ich sehr zufrieden bin mit ihm. Weil er eben, wie gesagt, viel Platz hat. Ich kann sogar meine 2 Grosskinder einladen, samt Kinderwagen. Hat alles Platz. Ich bin nie versäckelt worden von ihm. Es hat immer alles geklappt. Und ja, ich bin rundum zufrieden und habe mich damit entschieden, noch einmal einen Daihatsu zu kaufen. Und andererseits muss man auch betonen, dass Daihatsu eigentlich auch ein paar Vorteile anbietet, gerade wegen dieser Situation. Also in diesem Bereich tut es auch preisinteressant sein und auch garantiemäßig, weil Daihatsu bietet ja 5 Jahre Garantie. Das haben wir ja auch mit mehr Patchen diskutiert. Ja, genau. Die 5 Jahre Garantie, das ist natürlich super. Und ja, ich hoffe, es klappt um mich alles so gut wie beim Alten. Okay, Frau Zumbrunn, danke vielmals. Und wir werden jetzt uns auch noch wieder mit dem Herrn Petsch unterhalten. Über auch die ganze Angelegenheit und die Zukunft von der Daihatsu. Danke vielmals. Bitte sehr.